Hallo, ich bin Oliver und ich heiße herzlich willkommen zur Reihe H5P mehr als interaktive Inhalte gestalten. Es geht nämlich im Gegensatz zur ersten Reihe, die ihr vielleicht auch schon kennt, nicht darum, so wie ich jetzt Inhalte erstelle, sondern um das Drumherum eigentlich. Da gibt es nämlich diverse Sachen, die man sich angucken kann, nämlich das gucken wir uns heute an. Was ist denn überhaupt dieses ganze Projekt H5P und wie entwickeln die denn und kann ich da irgendwie reinschauen und vielleicht mitmachen? So als Überblick und danach gibt es eben die Möglichkeit zu lernen, wie passe ich den H5P an, so in kleinen Stücken zumindest, jetzt nicht komplett neue Inhaltstypen schreiben, aber wie kann ich es denn meinen Bedürfnissen ein bisschen anpassen und was gibt es denn noch so zu entdecken, aber eben drumherum, nicht fokussiert auf die einzelnen Inhalte. Und wie gesagt, heute kurzer Überblick. Da zeige ich erstmal, was sind denn das für Leute, wer ist denn das und wo kriegen ihre Motivation her, ein Geld her tatsächlich auch, dann losgelöst von der eigenen Motivation. Und wo kann ich zugucken und wie kann ich mitmachen als Überblick und das nächste Mal dann die Details. Also schauen wir mal rein. Ich habe einen Satz von Links vorbereitet, die es natürlich auch später natürlich für euch gibt. Ihr könnt jetzt auch schon sehen, ich habe überlegt, mache ich es ohne Tabs, mit Tabs, damit man die Links auch sehen kann. Wer gleich nachgucken will, habe ich es mal offen gelassen. So, wir sind jetzt auf h5p.org. Das ist eben die Seite dieser Software, die ich jetzt nicht erkläre. Und das ist die Seite, wo man sich den Inhalt kostenlos herunterladen kann. Das heißt, es gibt so ein Plugin, das installiert man sich auf seinem Server und dann hat man H5P am Laufen. Ist ein Projekt und die Leute dahinter, die kennt man nicht. Also viele sagen, die sagen immer H5P sei eine Firma oder sowas. H5P ist nicht die Firma, sondern es gibt eine Firma, die heißt Jubel dahinter und die stellt das sogenannte Kernteam, nennt sich Kernteam, weil natürlich auch der ganzen Welt noch andere Leute mitentwickeln können. Wieso, gucken wir gleich. Und ich habe gedacht, ich suche mal ein Foto raus. Und das beste Foto ist tatsächlich nicht ganz jung. Ich kann es vielleicht noch einen Tick größer machen hier. So, ist schon ein paar Tage alt. Ist aber tatsächlich das neueste vom Kernteam. Es gibt noch kein aktuelleres. Und da kann man mal drauf gucken. Also der Herr hier vorne, das ist quasi Svein Thoregriff. Das ist der Kopf hinter dem Ganzen. Das ist der Chef von der Firma Jubel. So, und der hat das Ganze mit ins Leben gerufen, mit dem Herrn hier, das ist Frode Pettersen, und Thomas Marstrander, das ist der Herr hier direkt neben mir, also ganz hier bin ich noch drauf, ich war ja auch da, und der andere ist Thomas. Die waren mit Gründungsmitglieder, dann kam Paul irgendwann dazu, das ist er hier, in der Mitte, und die wohnen alle in Tromsø, und die machen das ist quasi der Urkern von dem Ganzen, das heißt, die sind jetzt wirklich schon seit 2012 irgendwie dabei, an H5P zu entwickeln, Paul ein Tick später. Und irgendwann kam dann halt Jelena dazu, das ist die Dame hier vorne, die macht das UX-Design, das heißt, wenn ihr euch wundert, warum einige Sachen hässlich aussehen und einige dann doch schick, die hässlichen Sachen sind noch von den Vieren aus der Vorzeit und Jelena hat dann irgendwann angefangen, die Sachen ein bisschen schicker zu machen. Nur da gibt es natürlich eine ganze Menge zu tun und kommt dann nach und nach der ganze Rest. So, mich seht ihr noch, ich bin jetzt nicht mehr im Kernteam, Tim seht ihr noch. Das ist der zweite von mir links gesehen. Der ist auch nicht mehr da. Der hat gesagt, er möchte lieber was mit Blockchain machen. Und wir sehen mal gleich, das Kernteam ist nicht so klein geblieben, sondern es ist tatsächlich ein bisschen gewachsen. So, was machen die? Die sind halt sehr offen von der Natur her und für die es gab eh eine Ausschreibung, da stand drin, das soll Open Source sein, die stehen immer voll dahinter und die interessieren sich auch dafür, was die Leute machen. Das heißt, die entwickeln nicht nur Software, die man kostenlos benutzen kann, sondern die interessieren sich auch dafür, was die Leute machen und hören auch zu. Und ein kleines Beispiel habe ich neulich gefunden, das zeige ich auch mal. Das war ein Tweet, das scrolle ich nochmal ein Stück hoch. Da seht ihr hier eine Diskussion und irgendwie habe gerade Zimmer entdeckt. Ne? Wie sagt man dazu? Sehr nett. Und dann kommt die Frage, die H5P-Apps oder die Wikis? Und die Antwort ist die H5P-Apps. Und wenn man das als Norweger liest, dann liest man erstmal die H5P-Apps. Und haben die Leute auch geantwortet. Also die hören tatsächlich auch zu und gucken mal, was die Leute so von sich geben zu H5P auf verschiedenen Kanälen. Das fand ich ganz witzig hier. Aber the core team was relieved to learn that die H5P-Apps oder die H5P-Apps was written in German and not in English. Ja, also ja, sehr, sehr offene Menschen, die machen das wirklich, also kann ich jetzt bestätigen, ich war ja ein Jahr da, die machen diesen ganzen offenen Kram eben nicht, weil sie damit so viel verdienen, komme ich auch gleich noch dazu, sondern weil sie es gut finden und dahinter stehen. So, jetzt kommt eben dieses ganze Ding. Ich habe es schon einmal kurz gesagt, es ist ein Open-Source-Projekt. Und ich dachte mir, vielleicht muss man diesen Begriff Open-Source-Software zumindest mal kurz anreißen, um zu sehen, was das ist. Vielleicht auch im Vergleich. Also erstens nehmen wir irgendwie, was ihr kennt. Wahrscheinlich benutzen die meisten irgendwie Windows oder macOS. Tippe ich jetzt einfach mal. Von daher kennt ihr das. Und
niemand außer den Firmen Apple und Microsoft können da jetzt, oder vielleicht gibt es ein paar Verträge, aber die meisten können da nicht in den Quelltext reingucken. Das heißt, die wissen nicht, was ist denn da drin passiert. Das Quelltext ist sowas hier. Nächstes Ding. Hier ist ein so ein Beispiel, das ist jetzt der Quelltext zu dieser Leiste, die ihr unter den H5P-Inhaltstypen kennt. Sieht so aus, kann man mal durchscrollen. Und ich kann jetzt hier halt reingucken und wenn mir das was sagt, als Entwickler kann ich sehen, was da passiert. Das heißt, das ist offener Quelltext. Das heißt, ich kann da reingucken und sehen, sind da vielleicht Fehler drin, machen die irgendwie Schmu, schicken die Daten irgendwo hin. Das kann ich halt bei Microsoft, Apple, wie auch immer nicht sehen. Hier ist der Quelltext offen, da kann ich reingucken. Und jetzt kennt ihr das vielleicht von Creative Commons Lizenzen, da ist das ja auch so, dass es so verschiedene Varianten gibt. Das wäre jetzt quasi hier, ich darf den Text, ich darf da reingucken, ich darf aber nichts verändern. Und auch hier bei dem Quelltext gibt es so verschiedene Abstufungen von Lizenzen und H5P, das Kernteam. Also ich sage jetzt das Projekt H5P, das nutzt in der Regel eine Lizenz, die heißt MIT-Lizenz und ist sowas wie CC BY. Das heißt, ihr dürft im Prinzip alles damit machen, ihr dürft es kopieren, ihr dürft es weitergeben, ihr dürft es verändern, ihr müsst nur immer noch diesen Lizenzvermerk damit dranhängen. Das ist alles. Und so offen ist das. Das nennt sich dann Open Source Quelltext. Wie gesagt, hat eben diesen schönen Vorteil, man kann damit alles machen. Und es ist natürlich dann auch für die meisten erstmal wichtig, ist es kostenlos, denn ich kann mir das herunterladen und man kann es nutzen. Aber wenn ich will, kann ich halt auch reingucken und ich kann es auch anpassen und auch das wieder weitergeben. So, dann ist natürlich die Frage, okay, das ist ja schon mal nicht schlecht, aber wie verdient die denn dann ihr Geld, wenn die jetzt alles kostenlos rausgeben? Und also ist ja Open Source, ne? H5P könnt ihr euch runterladen und ihr zahlt nichts dafür. Ich weiß, jetzt kommen wieder einige, die sagen, ja, ich habe das aber auf WordPress.com laufen und da muss ich ja dafür bezahlen. Da zahlt ihr aber nicht für H5P, sondern für WordPress.com. Das ist ein Dienst, wo ihr WordPress drauf laufen haben könnt und die nehmen dafür Geld. Das heißt, das Kernteam kriegt davon gar nichts. Die verdienen im Wesentlichen an zwei Sachen. Nämlich das erste, wenn sie Aufträge bekommen, dass irgendjemand einen neuen Inhaltstyp braucht, dann entwickeln die den und geben den dann raus, kommt demnächst auch was Neues. Und das eigentlich größere Standbein ist mittlerweile eine Seite, die heißt h5p.com. Da bin ich jetzt. Das ist jetzt mein Konto bei h5p.com. Das habt ihr vielleicht auch in der letzten Webtalk-Reihe schon gesehen. Das benutze ich. Und letztlich ist das ein Server, wo man h5p drauf laufen lassen kann. Und also man zum Beispiel kein Moodle hat oder kein WordPress hat oder kein Drupal, Ilias oder ähnliches. Und dann kann man das benutzen, dann gibt man den Leuten Geld und dafür bekommt man eben ein lauffähiges H5P, muss sich um nichts kümmern und so ein paar Bonusfunktionen, die nur hier drin sind. Also in Moodle habt ihr sowas Ähnliches, aber hier könnte ich jetzt zum Beispiel sehr detailliert nachgucken, wer hat denn wann was gemacht. Ich zeige gleich eine neue Funktion, die erstmal nur auf h5p.com verfügbar sein wird. Demnächst gibt es am Ende des Jahres gibt es noch ein Update, da wird dann eine sehr schöne Funktion rauskommen, die ist erstmal dann auch nur von h5p.com verfügbar. Das heißt, die finanzieren sich darüber, dass es Leute gibt, die sagen, okay, ich möchte dieses Projekt unterstützen, erstens, oder ich brauche diese Premium-Funktionen erstmal, die später dann erst in den freien Quelltext reinkommen, damit zahlt man dafür Geld. Und so finanzieren die sich. Muss man einfach nur mal wissen. So, und machen wir weiter. Finanzierung, achso, hier genau. Wichtiger Punkt. Open-Source-Projekte sind ja meistens sehr klein und viele schrecken dann auch erstmal zurück, die zu benutzen, weil sie sagen, naja, die müssen ja auch vielleicht Geld verdienen und vielleicht sind die demnächst wieder weg. Der Quelltext wäre natürlich noch da, aber dann geht die Entwicklung nicht weiter. Muss man sich bei Jubel tatsächlich keine Sorgen machen. Also das Kernteam gibt es auch weiterhin, kann ich auch ein Häkchen belegen. Erstens, hiermit, das ist der Newsletter, den es so alle 2-3 Monate mal gibt. Jetzt gibt es halt im November, gab es gerade ein Update und hier steht, dass sie ab 1. Dezember neue Leute einstellen oder eingestellt haben. Die kommen dann fest. Das sind zwei. Und wenn man dann nochmal weiter guckt auf die Seite von Jubel, da sind sogar noch mehr Stellen ausgeschrieben. Das heißt, bisher waren die sehr klein. Die Leute habt ihr im Prinzip gesehen von der Zahl her. Mehr waren das bisher nicht. Die werden jetzt demnächst ein bisschen größer, weil jetzt tatsächlich h5p.com so viel Geld abwirft, dass sie neue Leute einstellen können. Und dann geht auch die Entwicklung schneller voran. Also so funktioniert halt ein Open-Source-Projekt. Irgendwo muss das Geld erstmal herkommen. Und wenn das Geld da ist, dann kann entwickelt werden. So, wie sieht jetzt diese Entwicklung aus? Also gibt es eben zwei Fälle. Entweder es ist Geld da, also jetzt aus dem Topf h5p.com, dann können Sie entwickeln, was Sie gerne möchten. Oder sagen wir einfach mal den anderen Fall, es gibt jemand einen Auftrag. Ne? Ich möchte einen neuen Inhaltstyp haben, der irgendwie was Bestimmtes macht. Und dann ist das sehr klassisch. Man macht dann trifft sich mit den Leuten, entweder direkt oder virtuell, und versucht man zu erklären, okay, was brauchst du genau? Und dann wird das besprochen, dann wird geschätzt, wie lange dauert sowas. Und das schreibt man dann so in kleinen Paketchen auf. Und das Schöne ist, H5P, dieses Projekt ist halt super offen. Das heißt, auch in die Entwicklung kann man reingucken.
nämlich diese kleinen Paketchen, die sie sich gemacht haben zum Arbeiten. Und dafür gibt es das hier. Das ist ein, ja, da ist es. Wie gesagt, Links gibt es später. Das ist Jira, so heißt die Software. Und das ist sowas, man könnte sagen, ein Ticketsystem oder Projektmanagementsystem. Das ist ein bisschen fließend. Und man kann ja tatsächlich reingucken, welche Sachen denn so anstehen und welche gerade geplant sind oder Fehler, die gerade dokumentiert werden. Also nehmen wir einfach mal den Fall hier. Wir können ja hier mal reingucken. Hier haben wir HFP 3156, so heißt die Nummer, die sind durchnummeriert. Und da sehen wir, offensichtlich gibt es ein Problem im Interactive Book. Da ist ein kleiner Fehler, der behoben werden muss. Das ist hier dokumentiert. Und da sind nicht nur Fehler drin. Und man sieht, also man könnte hier den Status sehen. Backlog heißt einfach, das ist noch nicht in Arbeit. Da muss sich mal jemand dran setzen. Können wir jetzt hier durchgehen. Man kann auch filtern nach Sachen. Also man kann hier einfach mal stöbern, okay, was haben die denn so auf der Liste? Das ist, könnt ihr euch eine lange, lange To-Do-Liste vorstellen an Dingen, die getan werden müssen. Hier sind jetzt erstmal alle drin. Die ist einfach sortiert nach dem, wann sie erstellt wurden. Und wir könnten jetzt zum Beispiel mal sagen, was ist denn jetzt gerade in Bearbeitung? Dann gehe ich auf Status und dann klicke ich auf In Progress und dann wird das gefiltert. Und jetzt weiß ich selber nicht, was wir da haben. Offensichtlich ist gerade nur einer in Bearbeitung. Sage ich auch gleich, warum das vielleicht nur einer ist. Oh, das ist sehr schön. Das ist nämlich ein Review für meinen eigenen Inhaltstyp. Das ist gut, dass das in Bearbeitung ist. Ja, da ist jetzt nicht so viel drin, wahrscheinlich, weil die Leute eher gerade an hfnv.com irgendwas schrauben. Das ist dann der geschlossene Teil, da kann man auch nicht reingucken, aber alles, was eben für den freien Teil von H5P ist, kann man da reingucken. Also ne, was in Progress, also was gerade in Bearbeitung ist. So, dann wird das halt entwickelt. Irgendwann gibt es dann natürlich auch diesen Quelltext, also ihr habt gesehen, diese vielen Zeilen Computercode, mit dem man was machen kann. Und das kann man dann, da kann man dann auch reingucken. Haben wir gerade schon gesehen. Links heute nicht. Da haben wir das. Das ist GitHub. Das ist eine andere Seite. Da kann man ganz viel Quelltext lagern. Das ist sehr schön. Und da seht ihr jetzt ganz viele Sachen. Muss euch jetzt nicht unbedingt was sagen, was das ist. Aber vielleicht kennt ihr sowas hier wie Flashcards. Da kann man drauf gucken. Und das ist eben genau der komplette Quelltext für diesen Flashcard-Inhaltstyp. So, und da könnte man jetzt reingucken. Gibt es auch verschiedene Sachen, die man machen kann, einfach um zu sehen, was passiert denn da. Also vielleicht kann man erstmal hier reingucken. Commits heißt das. Das sind so die kleinen Beiträge, die mal reingestoßen wurden. Da sieht man schon, was da so passiert ist. Und ihr seht, der hier hat zum Beispiel so eine Nummer HFP 3021. Das heißt, da hängt auch so ein Ticket aus dem Ticketsystem dran. Das heißt, man kann auch nachverfolgen, was zu welchem Ticket schon gemacht wurde. Das ist sehr schön. Für euch vielleicht ein bisschen spannender, ist wahrscheinlich nicht der Quelltext, der kommt dann irgendwann. Aber jetzt kommt das Schöne, H5P ist ja ein Open-Source-Projekt, das hier ist meistens, oder was heißt meistens, einiges ist dann vom Care-Team. Anderes kommt aber auch von Leuten von außen und Flashcards ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil hier 6 Pull-Requests sind und da müssten sogar welche von mir dabei sein. Ganz oft Pull-Request heißt, da ist jetzt jemand von außen, der neue Funktionen beitragen möchte. Das heißt, wenn man einfach mal stöbern möchte, okay, was kommt denn da vielleicht demnächst? Dann klickt man da drauf und dann sieht man, aha, okay, offensichtlich gibt es demnächst, wenn die Leute das annehmen, die Möglichkeit, Karten zu mischen. Was haben wir noch? Offensichtlich kann man mehrere Lösungen demnächst angeben, wenn das durchkommt, nicht nur eine. Das heißt, wenn man Variationen hat und so weiter und so fort, kleiner Fehlerkorrektur, also das kann man beitragen. Das ist natürlich der schwierige Fall, weil man da wirklich programmieren können muss, wenn man sowas macht. Aber ihr seht ganz oben, das ist auch sehr schön, seht ihr so ein Beispiel, Update af.json. Und wenn ich drüber fahre, kann man es auch schon sehen, was da passiert ist. Da ist so eine kleine Beschreibung bei. Da hat jemand offensichtlich eine Übersetzung in Afrikaans beigetragen zu H5P für die Flashcards. Und das kann man ja auch tun. Selbst wenn man nicht programmieren kann, kann man ja an so Open-Source-Projekten häufig mitmachen. Also man muss eben nicht programmieren können. Es gibt ja ganz viele andere kleine Aufgaben, die man machen kann. Und bei H5P ist das zum Beispiel Übersetzungen beitragen. Wie das geht, zeigen wir in einem anderen Web-Talk. Aber jetzt habt ihr das hier schwarz auf weiß. Das sind Leute, die tragen was bei. Afrikaans kenne ich zum Beispiel gar nicht. Das ist sehr spannend. So, wenn ihr, jetzt habt ihr die ganze Entwicklung gesehen. Jetzt wisst ihr ungefähr, wie das läuft. Also Pull Request, ne, das sind die Sachen, die so reinkommen. Wenn die mal ein bisschen mehr Zeit haben, gucken die da durch und arbeiten das nach und nach ab und sagen, nee, den können wir nicht gebrauchen. Oder okay, wir nehmen den rein und dann kommt der noch wieder den Quelltext und irgendwann erscheint das dann für euch in einem Update. Also so funktioniert die Entwicklung. Ist auch was offen, man kann mit denen diskutieren. Ich weiß nicht, ob müssten wir jetzt reingucken. Hier sind ja auch Diskussionen. Wir können hier mal reinschauen zum Beispiel. Also die melden sich doch dann. Ne? Das ist zum Beispiel, das seht der war von mir. Dann hat Paul sich gemeldet. Offensichtlich hat er gesagt, wahrscheinlich ist es besser, wenn man das so macht. Dann habe ich gesagt, ja,
hat einen Grund, warum ich das so gemacht habe. Also auch die diskutieren dann auch mit einem. Also das hilft auch wirklich. Die sind wirklich, wirklich offen und machen damit. So läuft Entwicklung dann mit denen zusammen. Das ist ja schön. Wenn man nicht entwickeln kann, kann man natürlich trotzdem etwas tun. Und zwar, der Klassiker ist da einfach das H5P-Forum. Da bin ich jetzt drauf. Da kann jeder etwas beitragen, weil hier häufig so ganz viele kleine Fragen kommen. Hier, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das ist jetzt so dem Content Creation Forum, wo man da mal reinschaut. Da melden sich Leute hier, ich brauche eine Idee, wie ich das umsetzen kann. Und die Fragen kann auch jeder beantworten, wenn man nicht programmieren kann, wenn man nur ein bisschen Erfahrung mit H5P hat. Also so kann man anderen Leuten halt helfen. Natürlich kann man auch selber Fragen stellen. Das ist auch kein Problem. Da gibt es Vivi, das ist, der eigentlich nie dafür gedacht war, jetzt so einen Support zu leisten vom H5P-Kernteam. Der war nur wirklich für Notfälle gedacht. Eigentlich soll es ein Community-Forum sein. Vielleicht ist ein Kritikpunkt, da passiert Community-mäßig noch nicht so viel. Also da könnten viel mehr Leute mitmachen und helfen. Im Moment ist Bivi so der, der regelmäßig die ganz alles durchgeht und immer die Fragen beantwortet. Das ist ein bisschen schade für ein Open-Source-Projekt, aber so ist das halt manchmal auch. Man muss erst so eine Gemeinschaft, eine Community aufbauen. Muss man dem Kernteam ja vielleicht so einen Vorwurf machen, dass das noch stärker gemacht werden könnte. Aber wie gesagt, das Kernteam guckt da halt auch rein, also Bivi guckt da auch durch und damit ihr das auch seht, also die hören wirklich zu, das sieht vielleicht immer so ein bisschen aus, dass da nicht so viel passiert. Man schreibt da Sachen, also Wünsche vielleicht auch rein und da passiert nichts. Das kann mehrere Gründe haben, gucken wir auch noch in einem anderen Web-Talk drauf. Sie machen das nur, sie haben halt nicht ewig Zeit. Aber damit ihr seht, wie das passiert, hier ist genau so ein, jemand hat gesagt, okay, so eine OneNote-Integration, das ist eine Software von Microsoft, das wäre doch irgendwie ganz schön, gibt es aber nicht, hat er vorgeschlagen und ihr seht, man kann dafür auch abstimmen. Und 44 Leute, das ist durchaus viel, haben gesagt, wir möchten die auch haben. Und wenn genug Leute eben sich daran beteiligen, an dieser Abstimmung, dann passiert das irgendwann. Also ihr seht noch, +1, +1 will ich auch haben. Und das ist auch ein glücklicher Zufall, dass es heute gerade passiert ist. Es gibt nämlich heute auch noch eine sogenannte Release-Note. Das heißt, man bekommt dann regelmäßig Infos, was es Neues gibt. Und wenn man da ein bisschen runterscrollt, dann sieht man eben hier, OneNote-Integration OEB, OE, also die Frage, wie man es ausspricht, ich nenne es OEmbed, das ist jetzt halt auch drin. Erstmal nur für h5p.com, aber kommt dann irgendwann auch für die anderen Sachen. Das heißt, wenn man Wünsche äußert und das gut äußert und genug Leute sagen, ich will das auch, das ist eine coole Sache, wir wollen das haben, dann setzen die das halt auch um, wenn sie Geld und Zeit dafür haben. So, also so kann man sich eben auch beteiligen, wenn man nicht programmieren kann. So, das war jetzt schon mein kurzer Galopp durch das Ganze. Ich teile mal den Termin weg. Mein kurzer Galopp über, wie funktioniert denn die Entwicklung bei Open-Source-Projekten und speziell H5P. Also ich habe gesehen, da sind Menschen dahinter, die tatsächlich auch offen sind, in der Regel in jedem Open-Source-Projekt. Da gehört ein bisschen Finanzierung dazu und dann sieht man aber auch, wie das funktioniert. Also Leute machen es ganz klassisch, machen sich so einen Plan, entwickeln was und man kann tatsächlich sogar reingucken und zugucken, wie das passiert und natürlich auch da noch seinen Senf abgeben. Und nicht nur beim Quelltext, sondern auch in den Foren. Und schlagt einfach vor, probiert es mal aus, guckt mal rein, einfach, ob ihr helfen könnt oder wenn ihr eine Frage habt, stellt die da ruhig, das ist wirklich nicht schlimm, da beißt einem keinen den Kopf ab. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, wie das funktioniert bei H5P, also wie man gut Fragen stellt vielleicht oder wie man gut Fehler meldet, die man gefunden hat, dann seid ihr einfach bei den nächsten Web Talks dabei und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid.